Kennt ihr das? Ihr wollt eigentlich die ganze Zeit mal ein Video darüber machen, welches Objektiv euch am meisten begeistert. Und eigentlich fehlt dir die ganze Zeit dieser Stoff, um dieses Video zu füllen. Heute wage ich mich endlich an dieses Experiment und erzähle euch mal, welches mein Lieblingsobjektiv im Schrank ist. Also mit welchem ich am meisten fotografiere oder welches für mich auch am vielseitigsten ist. Und das ist das Canon 2470LIS USM F4. Also ein 24 bis 70 mm Objektiv von Canon aus der professionellen L-Reihe. Und das Ganze ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Denn dieses Objektiv wird eigentlich gar nicht mehr produziert. Also es ist mittlerweile relativ alt. Aber für die meisten Fotos reicht das doch noch ziemlich gut aus. Manchmal würde ich mir wahrscheinlich wünschen, das 2,8er Blendenobjektiv zu haben, um einfach lichtstärker unterwegs zu sein. Aber bei dem Objektiv hätte ich nicht die Möglichkeit, auf Makro zu wechseln. Also um Fotos von extrem nah zu machen. Ich kann, wenn ich über die 70 mm hinausdrehe, einen Knopf nach oben drücken und das Objektiv in ein 70 mm Makroobjektiv verwandeln, wo ein sehr extrem naher Fokusbereich möglich ist. Damit kann ich zum Beispiel solche Bilder hier machen im Aquarium oder solche Bilder, wenn ich draußen unterwegs bin und bei Regen Blätter fotografiere. Oder wenn ich Blätter fotografiere, die auf einem Teich drauf liegen. Ich nutze dieses Objektiv meistens in Kombination mit einem Blitz oder mit einer natürlichen Lichtquelle draußen, also meistens der Sonne. Denn ich nutze es nur auf F8, weil es dort wirklich am schärfsten ist. Bei diesem Objektiv, weil es schon relativ alt ist, achte ich darauf, optimale Einstellungen zu verwenden. Und genau in diesem Umfeld, finde ich, macht dieses Objektiv echt richtig, richtig gute Bilder. Klar kann es wahrscheinlich nicht mit einem 2470 RF-Objektiv mithalten, aber dafür bekommst du dieses Objektiv auf eBay Kleinanzeigen zum Beispiel ab 350 Euro. Das RF-Objektiv oder die Variante 3 von dem Objektiv für den EF-Mount bekommst du nicht unter 2000 Euro. Und wenn man das Ganze hin und her vergleicht, dann ist das Objektiv schon echt optimal. Mit einer guten Kamera kombiniert ist es sogar mein Lieblingsobjektiv. Welches ist denn dein Lieblingsobjektiv? Schreib mir das doch am besten mal in die Kommentare rein. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und du vielleicht mehr von meiner Technik, die ich im Schrank rumstehen habe, hören möchtest, dann gib dem Video einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Und ansonsten abonnier den Kanal und dann sehen wir uns die Tage zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Mein Name ist Seed und danke fürs Zuschauen.